Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Das Suchgebiet eingegrenzt. Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4, Folge Nummer 5 dürfte das sein, ein normales Leben. Ja, wir sind hier gerade beim Nate oben im Dachboden und beginnen vielleicht unser normales Leben, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Schauen wir uns ein bisschen um, was hier so rumliegt. Da blinkt gleich einiges auf. Ich habe mal deinen großen Bruder bestimmt. Ja, das ist irgendein Trumm aus, ich weiß nicht, aus dem dritten Teil, aus dem zweiten Teil? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Also ein kleiner Rückblick auf die Episoden davor. Was haben wir da Schönes? Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot, mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Schön schaut's ja aus. Zurück mit dem Quatsch. Was haben wir da? Sir Francis Drake opfert sich für Sutton. Sieh uns nur an. Naja. Alles hier Pille, Palle aus der Vergangenheit. Kann man ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Ja, ist so gar nicht meins, so diese ganze alte Kacke. Aber vielleicht verbindet sich ja irgendwo noch ein Hinweis, den wir noch brauchen. Ach, der Tenzing, genau. So, zurücklegen. Und weiter geht's im Dachboden. Kann man den Hut nehmen? Schade. Was haben wir da? So viele Männer gestorben. Okay. Sollen wir mal schütteln? Wo war denn das? Im dritten Teil oder wie? Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich alles nicht mehr. Oh, was haben wir da? Objekt untersuchen. Was findet der Nate da Schönes? Oh. Ein schmerzhaftes Kapitel aus der Vergangenheit. Das Ding ist cool. Danke für nichts, das war's. Jawohl. Kiste zu und... Ne, Kiste offen lassen. Wo ist noch was? Das ist für ein bunter Quatsch. Was ist das? Spielzeug. Scheint ein Spielzeug. Oh, da hier. Nicht mehr wirklich mein Ziel. Gürtelschnallen. Brauchen wir auch nicht mehr. So. Das war eine verrückte Nummer. Aha, in Sri Lanka waren wir da. Schön. Ja, ich glaube, da steht jetzt nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Das ist alles schon lange her. Weg damit! Nein, falscher Knopf. Leg den Quatsch weg, Alter. Zurücklegen. Ja, aber schöner Dachboden. Aha, schön. Was haben wir da? Da können wir das Spielzeug hernehmen. Ach, jetzt weiß ich, wofür der Spielzeugkram da ist. Ah, okay, hier kannst du ein bisschen rumschießen. Pluck, pluck, pluck. Oh nein! Pluck. Dualschock ist leer. Schön. Bisschen rumspielen. Hier, nehmen wir das noch. Flup, flup, flup. Das ist auch irgendwie ein Viech aus einer alten
Folge. Okay, hier, die Dinger heißen übrigens tibetanische Gebetswaren. Hingen bei mir auch mal in der Wohnung rum. Finde ich irgendwie cool. Spielzeugwaffe. Und was bringt das? Nett. Nett, nett, nett. Nachladen. Und... Sehr gut. So, eine Runde machen wir noch. Haben wir noch ein Magazin irgendwo? Nö. Keine Munition mehr. Ja, dann müssen wir langsam zum Essen gehen. Ah doch, hier. Was machen wir? Einmal da oben, den Burschen. Cool. Okay, genug. Genug gespielt. Gehen wir mal runter. Ja, schön hat das hier irgendwas Tibetanisches, Chinesisches, was weiß ich da. Manchmal spare ich jetzt die Roomtour, indem ich hier jedes Bild einfach auslasse. Obwohl, das schaut schön aus. Nette Gasse. Ah, und oh. Ich habe recherchiert. Ah, so nennt man das also heutzutage. Wirklich? Hey, kannst du vielleicht das Essen holen? Ich bin hier auch gleich fertig. Oh, ja, na klar. Danke. Bitte. Da steht er schon, das Essen. Was gibt's heute? Jetzt hat das Bier vergessen, das Wichtigste. Oh, was für ein Horst. So. Und? Fertig, okay. Hast du es geschafft? Ja. Naja, er ist... Wahrscheinlich zu lang, oder Tippfehler. Aber dafür gibt es schließlich Redakteur, stimmt's? Oh, ich hoffe, ja. Sieht gut aus. Also, nur den Tag. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Oh, sorry. Tut mir leid. Wie war dein Tag? Oh, er war klasse. Ein typischer Tag. Boah. Ich durfte auf dieses Blabla und diese Zwischensequenzen stehe ich überhaupt nicht. Außer die sind irgendwie knackig und interessant gestaltet, aber das Blabla ist so scheiße langweilig. Wir haben einen Blaster aus dem frühen 21. Jahrhundert entdeckt. Die Einheimischen nannten ihn einen Sattelzug. Oh je. Langweiliger Kram. Erzähl von deinem Artikel. Nein, bitte nicht. Zuerst war es nur so eine brave Story über Tourismus in Bangkok, aber... Ich glaube, dem Magazin wird mein Blick nicht gefallen, weil jeder sofort erzählt... Mal, wenn ich mehr Zuschauer hätte, dann würde ich jetzt mal euch bitten, mir mitzuteilen, ob ihr euch diese Zwischensequenzen alle immer reinzieht oder ob die auch nur so ein Ohr rein und zum nächsten raus. Ja, also immer noch ein bisschen wenig dafür. Jedenfalls, ich brauche den Mist nicht. Okay. Hey, was? Wo bist du? Ich bin hier und werde mit Gabeln gespickt. Was? Erzähl weiter, es war echt interessant. Oh. Ja. Und wovon handelt mein Artikel? Was? Der hier? Mhm. Die hat irgendwas von Bangkok gesagt dann hier. Es geht um verschollene Stadt Bangkok. Nein, nicht um Bangkok. Verschollene Städte bei Bangkok. Inner und außerhalb der Stadtgrenzen von Bangkok. Wow. Tut mir leid. Das war die richtige Richtung, oder? In einem anderen Staat, aber ja, es war die richtige Richtung. Jameson hat wieder wegen des Malaysia-Jobs. Jameson fragt ständig wegen des Malaysia-Jobs. Hör zu, ich finde wirklich, du solltest ihn annehmen.
Weißt du was? Ich will nicht. Wirklich? Ich meine, er hat nicht mal die Genehmigung. Und wir hatten abgemacht, dass wir solche Jobs nicht mehr machen. Das ist es nicht wert. Es hört sich nicht so riskant an. Okay, wenn es nur die Genehmigung Niemand. Du könntest Sullivan anrufen. Bla, 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 bla. Bitte das Thema wechseln. Ja, bitte. Vielleicht können wir wieder spielen. Seit 5 Minuten ist nur bla, bla und wir dürfen nicht spielen. Ich will hier was entdecken, was forschen. Ich werde dann mal abwaschen. Genau. Nein, warte. Nein, du hast gekocht, ich wasche ab. Schon gut. Ich meine... Zumindest könnte ich es mir verdienen oder sowas. Lass uns darum spielen. Du willst darum spielen? Ja, dein kleines Fernsehspielchen. Ich wette, ich knacke deinen Rekord. Du knackst meinen Rekord in meinem kleinen Fernsehspielchen? Ja, ich glaube, du hast Angst. Du weißt ja nicht mal, wie es heißt. Ich muss nicht wissen, wie es heißt. Ich habe dich spielen sehen. Rennt und springt umher und darin bin ich ein Naturtalent. Ehrlich? Was sagst du, feiges Huhn? Bist du dabei? Oh, wow, okay, Cowboy. Schön. PlayStation der ersten Generation. Können wir jetzt PlayStation spielen? Tatsächlich. Oh, cool. Vielleicht werden wir für das Blabla entschädigt. Wie viel Uhr ist es denn überhaupt? Oh cool, Crash Bandit irgendwas. Crash Bandit Coot. Gibt's ein Problem? Nein. Eigentlich nicht. Wie kriegt man eine. So, wir knacken jetzt den Highscore von seiner. Highscore von seiner Ich. Jetzt ist lustig, okay. Lauf auf die Kamera zu. Okay. Mach ich ja. Cool. Das läuft doch nicht mit den Stickies, sondern mit den Pfeiltasten hier. Okay. Wow, geil! Okay. Ui, da kommt der Ball schon wieder. Der Felsblock, meine ich. Okay. Sehr gut. Nein! Oh! Das ist ein cooles Spiel, das ist wirklich lustig. Okay, 8 Äpfel haben wir. Ah, hier müssen wir uns ja gar nicht beeilen, die Kugel kommt ja erst hier. Jetzt müssen wir rennen. Achtung, und... Lustig. Ich habe das auch mal gespielt, ist aber schon lange, lange her. Ich weiß nicht, wann kam das raus, vor 20 Jahren vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Wow, und oh, ich bin runtergefallen. Und gleich nochmal. Zack. Alles kaputt wirbeln, los geht's. Wie lange können wir das dann spielen, bis wir wieder Uncharted spielen wollen? Ui, da kommt die nächste Kugel. Der nächste Felsblock. Nein! Okay, scheint es vorbei zu sein. Das war doch witzig jetzt, oder? Also das war doch echt unterhaltsam. Wir haben versagt. Weiter geht's. Das war's? Selber schuld. Ah, ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss im Ring. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt auch diesen Einfangmodus. Ich stelle ihn hier ein. Wow. Es ist viel leichter. Red ruhig so weiter. Was willst du? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich mach dich jetzt. Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Echt jetzt? Komm. Oh, langweilig. Bei einem Actionspiel so ein Zeug. Es kann ja nur besser werden. Was macht er hier? Rechnungen. Es ist wie so ein Film, den man schaut. Man kann gar nicht richtig aktiv eingreifen.
Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich suche meinen kleinen Bruder. Ach, da schon her. Ist er nicht irgendwie vor ein paar Folgen abgeschossen worden? Sam? War aber irgendwie klar. Oh mein Gott, Sam! Oh, okay, langsam. Witzig. Ich dachte, der Samuel ist wieder da. Ja, das stimmt. Genau hier. Die Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort. Du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten. Das wäre ich fast. Mensch, Sammy. Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, alles klar bei dir? Ich muss halt die Luft. Also, wenn ich meinen Bruder 15 Jahre nicht sehen würde, da würde ich aber ein bisschen anders reagieren. Etwas mehr Freude. Eine kräftige Umarmung. Du bist doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Ich könnte es sein. Das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher zu mir? Okay. Langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Die erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten? Ein Bauchschuss. Du hängst an einem Gleisen zu Himalaya? Ja, das ist echt passiert. Komm schon, Mann, was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Ja, dann nehmen wir mal hier die Eldorado-Geschichte. Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuschte? Ja. Das hat er. Okay. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Okay, jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Keine Leiche. Aber der Boden. Ja, nette Geschichte. Hast du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört. Und wir sind eben rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Ja. Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den Verlobungsring. Ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten, sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner, bei mir. Du kommst zum Essen, dann erzähle ich ihr von dir. Ich muss ihr von dir erzählen. Nathan, ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Kleiner Rückblick, hä? Liest du heute gar nicht?
Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen, sie singen. Ja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja, sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Komm ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Es passiert was. Oh, wir werden befreit. Zeig mir den Key. Wow, jetzt muss kommen. Samuel, bist du bereit, dein Glück zu suchen? Es geht voran. Gibt's gleich Waffen, Sprengstoff und wir flüchten, oder? Okay, dann machen wir mal einen Cut und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao.